Hallo liebe Randfreaks, ganz kurzes Video zu diesem Gerät hier. Das ist ein Golflochstecher, Golflocheisen. Ein ziemlich solides Gerät, um solche Löcher hier in den Boden zu stanzen, zu bohren, um dann hier so einen Cup für so eine Golffahne reinzusetzen, zu versetzen. Das Ding habe ich günstig erstanden. Ehrlich gesagt ist mir geschenkt worden. Ja, und ihr seht jetzt, wie ich das Ding jetzt hier benutze, wie das funktioniert. Also viel Spaß in dem Video. Bis gleich. So, die Funktion dieses Teils ist eigentlich ganz einfach. Die erste Funktion ist, dass man hier so einen Riegel entriegelt und dann kann man hier mit stanzen. Da sollte man natürlich möglichst versuchen, senkrecht zu stanzen, also jetzt natürlich ein senkrechtes Loch in den Boden zu stanzen. Dann stanzt man also so jetzt hier so rein. Das Ding wiegt ungefähr 10 Kilo, ich habe es gerade mal ausgewogen. Und die zweite Funktion ist, dass man hier mit diesem Hebel dann diesen Rasen, ja, Zapfen, den man jetzt rauszieht gleich, den wieder rausdrückt aus dieser Hülse. So, drin. Jetzt verriegel ich wieder und jetzt muss ich durch Drehbewegung diesen Zapfen aus dem Loch rausziehen. Jetzt gucken wir mal schnell rein hier. Mega, ich kipp das mal um, vorsichtig. So, und hier sieht man tatsächlich ein paar Wurzeln rauskommen. Das ist natürlich schön, ne? Also so tief sind anscheinend da schon die Wurzeln drin. Gut, jetzt holen wir den Cup raus, den ziehen wir jetzt hier raus. So, und können ihn hier wirklich fantastisch, exakt passend in das neue Loch einstecken. Jetzt nehme ich die Fahne und hämmer damit noch ein bisschen nach. Und fertig. Geil. Und jetzt sieht man richtig, wie cool hier jetzt dieser Cup sitzt. Wie exakt hier schön geschnitten die Kante ist. Und da kann man jetzt seinen Golfball wieder reinspielen. So, und jetzt nehme ich halt dieses Gerät und setze diesen Zapfen in das alte Loch rein. Indem ich jetzt hier mit diesem Bügel diesen Zapfen aus der Röhre rausdrücke. Und da ist er. So, jetzt drückt man noch ein bisschen fest. Ein bisschen runtertreten. Und zack, ist die Rasenfläche wieder schön. Hammer. So. Fertig. Man sieht nichts mehr. Irre. Versetzt. So, und wenn es schief geht, dann sieht das so aus. Ja, da habe ich ein bisschen Mist gebaut. Das hat hinten und vorne nicht gepasst. Also wir üben noch. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr fand das interessant. Mal so ein Spezialwerkzeug, was man für zu Hause überhaupt nicht braucht. Okay, gut. Also, bleibt dran, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.